years in a delightful blur of drinking and debauchery. But killing Nazis was like riding a bike. A dozen slit throats later, I found myself inside the Gestapo office in Sacramento, California. From there, I had to find my way to Uber Commander Hans's office, at the top floor. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn etwas wird. Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse Tee und ein Schinkenbrötchen. Heil Hitler. Uber-Commander Hans was my first hit in years. Felt like a stiff drink to take the edge off, but I had to stay focused. Warst du bei dem Treffen von Überkommandant Hans mit dem Produzenten von Paragon? Crawling through those vents, I did regret one thing. Not diving into the hotel minibar the night before. From drunken midnight beach walks in Sao Paulo to skulking through Nazi Tossa Central, I wondered if I was up to par after all these years. Männer, seid heute besonders wachsam. Ich hatte eine ziemlich schlimme Vorahnung. Man könnte sagen, sie kam mir im Traum. Und wo sind mein Tee und mein Schinkenbrötchen? Herrgott nochmal!
I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen... And so another Nazi bellend had been